Herzlich willkommen in der E-Bike-Erlebniswelt. Erhard Mott in Lauda, das ist der Erhard Mott. Hier haben wir einen frischen neuen Kunde. Dodo Blivernek aus Stadtland in der Nähe von Bremerhaven, ganz oben im Norden. Und der hat tatsächlich den weiten Weg zu uns geschafft. 650 Kilometer, gell? Richtig, ja. Früh um 3 Uhr ist er losgefahren. Genau. War dann pünktlich um 11 Uhr hier. Und dann geht es also bei ihm um Folgendes. Er hat jahrelang geguckt, ob er ein E-Bike findet, wo er mit seiner eingeschränkten Kniebeugung mitfahren könnte. Also das ist es. Mehr geht nicht, also das ist alles, was ich rausholen kann. Ja, es kam praktisch durch einen Krankenhauskeim. Richtig. Und also das Bein wurde noch gerettet, es hängt jetzt noch dran. Aber es ist nicht mehr so beweglich, also lieber so als anders, ne? Genau so ist es. So, und jetzt, wie war das dann? Sie haben dann geguckt, ob Sie ein E-Bike finden, aber... Also ich war in Norddeutschland in mehreren Läden unterwegs, also bei uns in der Nähe, auch Oldenburger Land, Wilhelmshaven. Also Norddeutschland, fast alles abgegrast und mir konnte keiner helfen. Und da hat meine Frau das Video mal gesehen von dem Herrn Mott. Und da hat man gesagt, Mann, das wäre vielleicht was für mich. Einfach mal anrufen, das habe ich gemacht. Hat der Herr Mott mir gesagt, es geht nicht einfach so schnell, wir müssen auf jeden Fall einen Termin machen, aber ich kriege sie aufs Rad, das kann ich versprechen. So, das ist ja schon mal was. Und dann sind natürlich ein paar Monate ins Land gegangen. Ich habe immer noch weiter geguckt bei uns in Norddeutschland, ob es da tatsächlich irgendwo einen gibt, der mir tatsächlich helfen könnte. Und, aber wie gesagt, es ging leider nicht und deswegen haben wir jetzt den weiten Weg hierher gemacht, zu Herrn Mott, nach Lauda. Und jetzt bin ich hier. So, also er kam dann gestern tatsächlich so an und war ganz erregt gewesen. Klappt's oder klappt's nicht? Genau. Seine Frau begleitet ihn, wenn da, dort, die ist da sehr fürsorglich. Ein Lob an die Gattin, die sitzt um die Ecke rum. Und dann war das Erste, ich habe ihn auf einen umgebauten Heimtrainer gesetzt und habe geguckt, wie der Bewegungsablauf noch geht. Hubhöhe und so weiter vom Fuß. Und habe dann allerdings noch ein bisschen auch manuell an ihm gearbeitet. Also es ist nicht allein so, dass man jetzt einen Körper dann quasi auf etwas draufsetzt, das hackelt dann ein bisschen, sondern ich kenne so Druckpunkte, wo man drauf geht und dann kann man ein bisschen so und so machen, kurzum. Und nach 3-4 Minuten lief das schon viel geschmeidiger. Also ohne jetzt, dass ich da jetzt manuell an ihm gearbeitet hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht hingekriegt. Ja, schön. Also ja, er hat ja wahnsinnig gekippt. Und ich habe ja auch was gemerkt, als ich da was gemacht habe. Ja. Also sagen wir mal so, das mache ich so nebenher dann auch noch mit. Das dauert ja nicht lang, so 5 bis 10 Minuten und dann läuft es schon wesentlich besser. Und dann konnte ich tatsächlich schon genau bestimmen, es funktioniert. Es muss allerdings ein Vitali sein. Gucken wir uns mal an. So ein Vitali-Faltrad, weil das hat nämlich einen Vorderradantrieb. Und der funktioniert auch mit so einer Schwenkkurbel. Das Geheimnis ist im Grunde genommen die Schwenkkurbel, weil dort damit reduziert sich der Hub von dem Pedal. So. Und dort damit kam er klar. Da sind da aber noch ein paar Geheimnisse, die noch zu berücksichtigen sind. Die verrate ich jetzt hier natürlich nicht. Kurzum. Ich konnte dann praktisch die Maße übernehmen, habe dann so ein Rad jetzt aufbauen lassen, das habe ich ja übernachtet und habe gesagt, morgen früh funktioniert es. So, dann haben wir heute Morgen noch einmal nachbehandelt. Das, in 3 Minuten ging das dann wieder so, die Bewegung. Ja. Wird sich jetzt auch verbessern, wenn er regelmäßig fährt. Also dann bleibt es auf diesem Level. Und ja, die Farbe passt zufällig zur Jacke. Was ist das für ein Fußballverein? Der geilste Club der Welt, FC Schalke 04. Ja, genau. Genau. Also, ich bin E-Biker und kein Fußballer, tut mir leid. Also, aber trotzdem, also auf Fußballerrolle fahren, wenn es nicht mehr richtig geht mit den Knien. Genau. So, und jetzt gucken wir mal, ob es kann. Also, es war keiner in der Lage, ihm, jetzt nochmal zusammenfassend zu sagen, keiner in der Lage, nee. Dass sie jetzt fahren. Jetzt hätte sich aber auch keiner bemüht, muss man dazu sagen. Also, ich hatte immer das Gefühl, die wollen Fahrräder verkaufen und nicht irgendwie sich drum kümmern. Was für ein Problem, wie gleich können wir was machen. Ich hatte einen Laden dabei, muss ich sagen, kann ich auch vielleicht sagen, in Jadobert, in der Nähe von uns.
Die haben sich Mühe gegeben, auch mit so einer Schwenkkurbel, aber es fehlte so ein Stück, damit ich Fahrrad fahren konnte. Das war der Einzige, da muss ich dazu sagen, der sich wirklich um mich gekümmert hat. Alle anderen wollten nur verkaufen. Das ist auch verständlich, weil die haben es ja, das ist kein Alltagsfall, sondern das ist ja eine besondere Herausforderung. Dann musst du die richtige Technik dazu haben, also Mittelmotortechnik geht schon einmal gar nicht, geht nicht. Und dann muss man sich auch noch ein bisschen mit dem Körper auskennen und sich da damit schon beschäftigt haben. Ja, das können Sie ja. Ja, das habe ich auch mal irgendwann einmal. Ja, aber egal. Und diese Kombination ist es eigentlich, die zusammengeführt wird. Auch Ihre Therapeuten, die habe ich Ihnen ja erzählt, die habe ich Sie ja nicht auf den Heimtrainer draufgekriegt. Ne? Nein. Das musst du mal vorstellen. Hä? Aber da werde ich jetzt dran arbeiten. Also ich werde dir das mal erzählen. Was Sie jetzt gemacht haben in den paar Minuten, so ein bisschen am Rücken, das kann Sie ja auch irgendwie fühlen wahrscheinlich. Sei jetzt mal so. Normal schon. Auch am Bein habe ich ein paar Sachen gemacht. Ja, ja. Weil sie ist auch eine gute, also muss ich dazu sagen. Sie hat mich also auch so weit gebracht, dass ich wieder diese, muss ich ganz klar sagen, also top. Genau. Ist gut. Und wichtig wäre jetzt noch, dass er einen Heimtrainer hat. Da habe ich ihm das empfohlen, wie er an so ein Ding rankommt. Und mir würde ihm dann auch so eine Kurbel hinbauen. Die schickt er uns dann und dann bauen wir sie hin und schicken es wieder zurück. Das geht alles. Und dann könnte er nämlich jeden Tag regelmäßig sein Training machen und zusätzlich eben dann noch draußen rumfahren. So, jetzt zeigen Sie uns gerade nochmal, wie Sie fahren können. Also da gehen wir einfach raus. Das Gute ist ja mit diesem Booster, also dass man gar nicht erst antreten muss, sondern man kann erst mal losfahren, man ist also in Schwung und dann kann man erst drehen. Das ist natürlich Weltklasse. Also bitte. Gut. So. Oder ne? Und jetzt hallo. Guck dir das an. Ist doch stark. He? Und weg ist er. Man glaubt es nicht. Also vorher, also ich habe da so, ich habe ein bisschen hinlangen müssen. Anfangs hat er ja so quackig, ne? Mit dem Becken. Und dann hat es immer so hochgehoben, als er mit seinem rechten Bein dann gekurbelt hat und kam nach oben. Und das ist ja jetzt nahezu weg. Ah, das ist Spezialität. Er kommt nicht mehr. Der ist so begeistert, die Frau, die ist ja schon fast in Tränen ausgebrochen, weil ihr Mann, die Männer werden unpässlich, wenn sie sich nämlich nicht mehr so richtig bewegen können und die Frau allein dann losfahren. Sie hat ja schon ein E-Bike und wenn dann die Frau so stundenlang allein unterwegs ist, dann muss sie immer zwischendurch anrufen, wo sie jetzt ist und so. Und jetzt ist das natürlich alles viel besser. Ne? Begleitet sie jetzt und dann passt er auf und dann sagt er auch, jetzt fahren wir mal hier hin und dorthin. Darauf haben die jetzt gewartet. So, jetzt kommt er immer noch nicht bei. Er hat nicht verstanden, dass wir jetzt einen Film nicht drehen gerade. Ja, ich versuche sie jetzt noch weiter zu unterhalten. Das war jetzt noch die Kunst an der ganzen Geschichte. Ja, er kommt, Gott sei Dank. Ein geiles Gefühl. So. Also einfach Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, dass das so klappen kann. Wann sind Sie zum letzten Mal gefahren? Also richtig Fahrrad, das ist 2015. Ach gut. Und seitdem muss das seine Frau allein fahren lassen. Haben wir ja gerade gehabt, das Thema. Ich habe zu Hause ein Fahrrad, das ist umgebaut worden, da wo ich das Bein rechts ablegen kann. Trete ich nur mit einer Pedale.
Aber das mache ich nur im Ort, weil auf Strecke halte ich das nicht aus mit einem Fuß. So. Ja, ich habe jetzt das dritte Kniegelenk drin. Oh. Das erste war gut, das war 8 Jahre drin. War richtig gut, da konnte ich auch noch vernünftig Fahrrad fahren. Mit vernünftig treten, da brauchte ich kein umgebautes Fahrrad. Das zweite war leider nur ein paar Wochen drin, da ist ein Keim reingekommen, wie der Mott schon sagte. Und der hat mir das ganze Knie von unten, also von Knöchel bis zum Knie zerfressen, die Knochen. Und dann bin ich, wie gesagt, nach Münster gefahren, NRW, in die Uniklinik. Und die haben mein Bein tatsächlich gerettet, weil bei uns in der Gegend wollte man das schon eventuell den unteren Schenkel abnehmen. Und wie gesagt, in Münster hat man mich da informiert, dass ich keine 120 Grad mehr bekommen könnte. Aber so 50, 60 Grad bekommen die hin. Und dann haben die so ein neues Gelenk eingebaut. Also ist nur Metall drin im Knie. Das ist von unten, die Stange, bis hier oben im Oberschenkel, ist nur Metall drin. Und deswegen konnte ich kein Fahrrad mehr fahren, was ich seit heute wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, auf jeden Fall wieder kann. Danke, Herrn Mott. Vielleicht noch ein kurzes Fazit. Wie waren Sie zufrieden mit dem Service, mit allem und so weiter und so fort? Also als ich mich hier vorgestellt habe oder angerufen habe, habe ich mit der Frau Helmi gesprochen. Ganz nett. Hat sofort geantwortet auf die Fragen, die ich hatte, per Mail. Herr Mott habe ich ja vor einem Jahr schon mal, also nicht persönlich, sondern per Telefon kennengelernt. Also ich muss sagen, hier ist man richtig gut aufgehoben und alle sehr freundlich. Er hat ein richtig gutes Team. Ich glaube, da weiß auch jeder, was er machen muss, kann oder sollte. Also ich bin hier super zufrieden und werde auch Werbung bei uns in Norddeutschland machen für Herrn Mott hier in Lauda. Schick ist immer nicht so viel vorbei. ganz kurz noch was zum Service, weil das ist natürlich die Frage. In dem 650 Kilometer entfernten Bremerhaven da so, ne? Ja. Also es ist so, diese E-Bikes hier, diese Vitalis, sind sehr so solide gemacht und einfach von der Technik, dass sie im Grunde genommen jeder auch selber warten und pflegen kann. Also wir haben da dazu eine Checkliste. Die wichtigsten Dinge ist mal ab und zu eine Kette spannen, mal nach 2000 Kilometer vielleicht mal die Bremse nachstellen. Das können Sie selber erst zufällig Maschinenschlosser. Also wir gehen ihm mit Rat und Tat zur Seite, sodass er eigentlich nie mehr kommen muss. Schade drum, aber so ist es. Also wenn wir hier mal wieder Richtung Freiburg, also in Rheinfelden sein sollten, dann bin ich mir sicher, dass wir nochmal so einen kleinen Umweg über Lauda und vielleicht hier nochmal kurz auf den Kaffee reinkommen. Gerne, dürfen Sie gerne machen. Dankeschön. So, also dann, wenn auch Sie so ein Knie haben, so ein Knie leiden, ich spreche natürlich auch gesunde Hand, wir können auch an gesunde E-Bikes, kennen wir uns auch gut aus. Aber falls Sie so einen Fall hätten, und dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf. Also bis dahin. Tschüss. Es lohnt sich, auf jeden Fall. Tschüss.